Willkommen zurück in Hogwarts von Extreming. Dankeschön an alle, die meine letzten Videos geschaut, geliked und vielleicht sogar ein Abo da gelassen haben. Freut mich ungemein, hilft mir ungemein. Und kostet euch gar nichts, von dem her. Immer feste drauf. Wir haben in der letzten Folge die nördliche Arena leergeräumt. Must watch. War richtig gut. War eine richtig schöne Folge. Ich hoffe, keiner hat es von euch verpasst. Ich hoffe, es hat keiner von euch verpasst. Jetzt geben wir mal gerade noch ein paar Fähigkeitenpunkte aus, auch wenn wir sie jetzt gerade noch mal wirklich brauchen eigentlich. Benutzen wir das nicht mehr. Vielleicht sollten wir mal diese Descendo und so auch ein wenig in unser Zaubersitz mit reinmachen. Oder wir gehen wirklich schleichen und Raum der Wünsche. Da gab es doch was mit der Alraune. Die Alraune habe ich da auch tatsächlich mal verwendet. Nehmen wir das, den Fokustrank benutzen. Gut. So. Diese Folge möchte ich die Schnatzer mit der Nettie finden. Wenn sie mich das lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Quest noch mehrere Folgen hat. Oder ob das jetzt, nachdem ich sie im letzten Mal im Wald aktiviert, das letzte Mal im Wald aktiviert hatte, jetzt nee, nicht Nettie. Die Zentaurin. Poppy. Entschuldigung. Poppy wollen wir. Zur Poppy, nicht zur Nettie. Hallo. Das ist aber weit weg. Große. Gibt es da auf dem Weg noch was, was ich unbedingt looten muss? Da müssen wir noch ein paar Mal hin, dann mit Merlins Rätsel. Aber das, da porten wir hin. Da fliegen wir jetzt nicht einmal durch die ganze Welt. Da porten wir jetzt mal schnell runter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Habt ihn genossen. Heute ist Sonntag. Tolles Wetter. War cool. War ein richtig cooler Tag. Bis jetzt. Aber der Tag ist noch jung. Morgen frei. Das heißt, wir können heute noch ein bisschen weiterkommen. In unserem 100% Run. Mysteriös und beunruhigend. Ohne Witz. Finde ja. Was? Du bist hier. Rebellion. Ja, ja. Aber was hast denn du dir für Plätzle ausgesucht? Ah, wegen der Höhle. Ja. Ich bin hier. Ja, die Poppy. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Warum meidet man diese Höhle? Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Naja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Was? Kein Spaß. So. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Ach was, komm. Wir kriegen das hin.
Da haben wir jetzt einfach mal keine Angst. Leider. Der Mondsteingarten. Das ist ein schöner Titel für die Folge. Mondsteingarten. Schönes Wort. Gefällt mir. I like it. So, zeig doch mal, was ihr könnt. Revelio. Da geht's schon mal rein. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Gibt's da noch einen zweiten Weg? Revelio. Akio. Money. Da geht's runter, aber... Schauen wir erstmal da drüben, was wir da kriegen. Loot? Revelio. Was bist du? Noch ein Akkus-Versumpfhandler! Bomba! Avada Kedavra! Was ist denn mit denen los? Das ist voll tanky. Revelio. Bombarda! So viele Wege. Kann man gar nicht sehen, welche Richtung ich zuerst gehen soll. Die Libellen sind auch gut. Riesenlibellen. Das ist der Schlüssel. Revelio! Okay. Check ich's oder check ich's nicht? Warte mal. Das check ich auch. Warte mal auf den Dampfleiter. Bombarda! Revelio. Okay, nice. Cool gemacht. Sorry. Kommt auf uns zu. Fupa! Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa gesandt von denen, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Ja, ich komme damit ganz gut klar. Habe ich die schon gesammelt? Ich glaube, ich habe noch keine Fupa. Akio. Revelio. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Und langsam. Muss man gar nichts verpassen. Akio. Ah, jetzt verstehe ich das wieder. Das ist das so eine, das ist das, oder? Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Okay, wenn ich da rein will, brauche ich erst einmal... Warte mal. Revelio. Also das ist das. Das brauchen wir als rechtes. Akio. Jetzt brauchen wir das. Ich denke, wir sollten Motten finden. Denkst du? Komm mal langsam. Das sind Motten. Ah, jetzt. Lumos. Lumos. Jetzt weiß ich ja, was das für dich ist. Revelio. Uno. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ich mach die Türen schon auf. Chill mal bei Baseline. Sammler, quadratische Gemälde. Nice. Da brauchen wir den da hinten und dann den. Zehner. Nehmen wir. Motte. Lumos. Lumos. Ja, der. Das ist Tür Nummer 3, aber da waren wir noch nicht drin. Dann brauchen wir erstmal den da.
Akio. Dann den da. Tja. Der hat das Geheimnis nicht gecheckt. Gepulsor. Wenn wir an den Ring ziehen und die Ruhm vorordnen, finden wir bestimmt niemanden. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hin. Lumos! Lumos! Noch eins? Oder nur ein? Da hinten ist mal. Kann ich dann langlaufen? Ja. Lumos! Akio. Revelio. Gepulso. Hey Merlin, es ist wunderschön. Drei Motten? Okay. Der kommt zwei. Kommen wir da runter? Oder ist das ein bodenloser Abgrund? Dann gibt's aber jetzt nicht da runter sollte, oder? Probieren wir aus, oder? Doch. Da kommt sie nicht mit, gell? Da bin ich allein mit meinem Talent. Ratzen. Bombarda! Bombarda, Defindo, Confringo. Arresto Momentum. Depulso. Bombarda, Defindo. Das Wasser wollte ich eigentlich nicht dort. Oh, da geht's wieder raus. Ha, kommt's der doch. Revelio. Mal langsam. Uns das mal von oben anschauen. Ja. Einfach bloß rüber. Revelio. Wenn ich da herkomme? Kein Fahrer. Nee. Neu. Kann das Labyrinth? Nicht schlecht. Okay, das ist nicht das Beste. 100%. Schwarze Nieten. Schränke. Sehr schön. Ein Sammlungsgegenstand. Auf jeden Fall mal eine Loot-Ecke. Das ist schon mal nett verlaufen. Sehr schön. So, dann denke ich mal da rum, oder?
Akio. Revelio. Braun gestreifter Hund. Akio. Revelio. Ach. Wir werden reich. Man weiß halt immer nicht, wo es weitergeht und wo bloß so eine Loot-Ecke ist, damit man nichts verpasst. Das ist das, was das Labyrinth gerade ein wenig tricky macht. Aber wir finden es. Da waren wir aber schon. Da waren wir schon, denke ich. Da waren wir auch schon. Da haben wir runtergeschaut. Gerade nicht verfügbar. Aber das sind wir nicht da hinten rein, oder? Ist da rein? Am Ende finden wir alles wieder das hin. Wir lassen nichts liegen. Revelio. Genau, das war da, wo ich die Tür aufgemacht habe. Da bin ich runtergefallen und getaucht. Ah, genau, das ist das, wo ich die drei Motten brauche. So. Lumos. Dann sammeln wir sie halt wieder ein. Eine. Lumos. Akio. Ja, wäre zu leicht gewesen. Aber ein Versuch war es wert. Lumos. Gut, Nummer 2. So, jetzt gilt es bloß, die dritte Mode zu finden. Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Aber die finden wir auch. Revelio. Da jetzt da lang, ne? Oder war ich da schon? Das ist die Tür, wo ich rein will. Revelio. Da habe ich doch noch. Levioso. Bombarde. Defendung. Depulso. Oder ist das? Jetzt habe ich noch eine andere Idee. Mal ganz kurz, dann müssen wir uns eine Motte holen. Vielleicht sind wir zu schnell nach vorne gerusht. Weil das ist jetzt gerade das Einzige, was ich noch nicht aktiviert hatte. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Lumos. Vielleicht ist es das. Lumos! Lumos! Sehr theatralisch, aber funktionell. Jetzt bin ich gleich wieder falsch, ne? Ei, das ist ja Link. Das funktioniert nicht. Lumos!
Thomas! Also, dann muss es woanders sein. Revelio. Moment, da sind wir ja. Gehen wir das mal da hinten hoch nochmal. Da kann ich den Modernet mitnehmen, weil ich da drüber klettern muss. Da bin ich hergekommen. So, Truhe. Bin ich da doch nicht herkommen? Ah, das ist das zum Tauchen. Aber die andere Seite. So, dann sind wir jetzt vielleicht hier. Okay. Das ist doch ganz interessant, das Rätsel. Also ich glaube schon, dass ich diese Motte da irgendwie mitnehmen muss. Ah, aber du bist jetzt halt nochmal da. Okay, wo ist die hingeflogen? Wo ist die Motte hingeflogen jetzt, nachdem sie von mir abgehaut ist? Ist sie wieder zurück zum Anfangsspot gegangen? Also ich denke, dass ich damit was machen muss. Revelio. Elf. Okay. Hab Neddy, gib mir einen Tipp. Da ist auf jeden Fall das Sammlungstruhe rum. Revelio. Mann, jetzt ein Kavalier. Revelio. Ich glaube nur sehr selten an Sackgassen. Grübel, grübel. Was übers da ist sie doch. Gerade wollte ich sagen, was ich sehe. Lumos! Lumos! So, jetzt muss ich bloß schauen, wie ich zu diesem Spot komme, ohne zu klettern. Da ist wieder der Fußball. Da können wir nicht drüber. Da.
Natürlich. Jetzt. Getötung. Das ist der Trick, oder? Damit haben wir dann auf jeden Fall die Sammlungstruhe schon mal da. Nicht identifizierter Gegenstand gesichtet. Revelio. Aber mehr ist da oben auch nicht, ne? So, jetzt habe ich die Idee, die Motte durch diese Öffnung zur Tür zu schießen. Lumos. Lumos. Da ist doch so eine Art Fenster. Darüber zeigt. Weil klettern kann ich ja mit der Modernität. Da haut sie ab. Da. Das geht auch nicht. Winkel nicht. Wenn ich jetzt dran aufgehe, ist sie weg. Ja. Aber ist sie jetzt wieder zurück oder ist sie jetzt an einem anderen Spot? Revelio. Ne, die ist noch an einem anderen Spot. Das heißt, sie nochmal zu finden. Unten. Na, das. So, jetzt ist schon nur noch eine Motte da. Jetzt sind mir schon zwei abgehauen. Wo verstecken die sich, wenn ich sie verliere? Wo ist der Trick? Uniform für Vertrauensschüler. Revelio. Haben wir da schon drin? Revelio. Glaube ich fast nicht. Incendio. Revelio. Irgendwas übersehe ich. Irgendetwas übersehe ich.
Apropos roter Zylinder. Revelio. Irgendein Detail übersehe ich. Was zum Überwerfen? Das heißt, da kannst du Klamotte mitnehmen. Also da der Tauchspot, oder? Ja. Direkt vor der Tür. Also den würde es ja nicht geben. Das ist ja ein prinziploser Weg im Kreis. Es würde diesen Spot ja da nicht geben, wenn wir jetzt irgendwo an Tieren sind. Lumos! Wo sind meine zwei Motten hingeflogen, die von mir abgehauen sind? Dann, wo ich da geklettert bin, ne? Das ist nur eine da. Hey, Nettie, hast du einen anderen Weg gefunden? Lumos! Lumos! Revelio! Da! Lumos! Da ist eines da. Wenn jetzt die zweite natürlich auch daher geflogen ist, wäre das natürlich easy. Ist aber nett. Revelio. Dann vermute ich jetzt einfach mal, dass sie wieder auf ihren alten Spot zurückgekehrt ist. Und der war da hinten, oder? Ja. Da drüber. Aber wie komme ich mit ihr da drüber? Doch, da zum Fenster ausschießen. Mädchen, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Die haben doch gerade da einen gefunden, oder? Revelio! Knobel, Knobel, Knobel. Das ist der Ausgang, oder? Ja. Gut, nochmal. Revelio. Schauen wir uns alles nochmal genau an. Wir finden die. Jetzt sind wir mal da. Das heißt, wo ist die hin? Da habe ich sie zuletzt auf dem zum Hochklettern gehabt. Da kann ich sie ja nicht vorschieben. Gar nicht da entlang laufen. Also musste ich ja da entlang laufen. Dann muss ich ja eigentlich da sein, oder? Lumos! Lumos! Ist ja aber nett. So, wo bist du hin? Revelio! Okay, das ist ganz schön tricky. Gebe ich ganz ehrlich zu. Lumos! Lumos!
Revelio. Wo versteckst du dich? Revelio. Neri, du bist keine Hilfe. Revelio. Irgendwas übersehe ich da hinten. Irgendwas übersehe ich. Schließt sich mir gerade nicht was. Sind offen. Dort sind keine da. Wenn die jetzt natürlich hier hingeflogen wäre, wäre easy. Aber so leicht machen sie es mir nicht. So, also. Zwei sind hier. Revelio. Revelio. Gut, dann ist der einzige Weg, der mir jetzt gerade bleibt, darunter zum Tauchen. Da ist er doch. Lumos. Warum ist er jetzt da unten? Da ist so Spot. Das musst du erst mal sehen. Das musst du erst mal sehen. Gut, jetzt muss ich bloß irgendwie da wieder raufkommen. Aber kann ich sie da hochschieben? Ja. Schau, Leute. Am Ende war es so einfach. Also die dritte Morde, nachdem sie nach dem Klettern abhaut, versteckt sich direkt in dem Raum vor der Tür unten im Wasser. Das ist gerade der ganze Blick. Du hast es geschafft? Ja. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Ja, ja, das tut mir leid. Incendio. Depulso. Dependo. Bombarda. Defendo. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Vor lauter lass mich die Duellleistung abschließen. Levioso. Momentum. Incendio. So, nächster Raum. Revelio. Zum Sprengen doch, oder? Arresto Momento! Bombarda! Nein? Seid ihr sicher? Revelio! Bombarda! Nicht identifiziert. Jetzt haben wir lauter identifizierte bald.
wir noch. Nicht nein. Dann machen wir das Sumpfradler. Den machen wir. Machen wir jetzt dann nochmal mit dem. Aber wir brauchen ja die Duellleistung, ne? Aber der ist schon. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Ja, das ist ein Taucher. Schauen wir uns das näher an. Revelio. Ganz deiner Meinung. Formale Schulung. Loot. Revelio. Schau doch mal das an. Bei nice, Merlin. Oder? Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Ja. Pringo! Bei dem, was Fupa anrichten könnte. Revelio. Nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Pringo! Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch hier waren. Falls der Mondstein hier sein kann. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. Wir haben ihn. Als würde man direkt in den Mond schauen. Nice, oder? Mondstein des Gelehrten. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Das ist richtig schön. Revelio. Interagieren. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass das gefährlich ist. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Das sieht wie ein sehr tiefes Loch aus. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ich
Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ich denke, ja. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich... Das würde ich gerne hören. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Merlin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Das klingt mir hin. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Nice. Mondstein des Gelehrten, Mondsteinhöhle, lauter coole Wörter. Mondkalb-Tanz. Da wird es Shorts dazu geben. Der Zentaur und der Stein. So, Freunde, war eine schöne Folge. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal.